So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Yay! Dich sieht man doch eh nicht da hinten. Ja, Pech. Da hinten ist der Promille-Joe, guckt euch den an. Und da ist auch der Marius, also der Crazy O. Da ist der Stefan, der S-Cut. Pupsi läuft voraus. Wir sind auf dem Weg jetzt zum Stadtwappen. Da wollen wir nämlich mal einen Praktiball-Grade machen. Beziehungsweise nicht nur einen, sondern gleich 10. Ich muss nämlich alle Accounts durchwechseln, alle freien Pässe wegmachen. Das ist ja immer meine Strategie für Shinies. Jetzt wisst ihr, Praktiball gibt es ja als Shiny. Aus dem einer Raid. Gestern haben wir schon eins bekommen, beim Ispo auf dem Account. Theoretisch fehlt nur noch eins. Werden wir gucken, wie viele Raids wir noch schaffen. Ist ja nur noch 25 Minuten da. Da das Problem ist, mit 10 Leuten dauert es auch 10-mal so lang, bis man... Du musst noch mein Bier holen. Gut, dann macht Werbung für den Griechen, so können wir es auch machen. Wir gucken mal, wir melden uns am Raid auf jeden Fall zurück. Auf der Suche nach Shiny Praktibalk. Raid am Mittwoch, kommt alle Mittwoch. So hört sich's an, wenn ihr Corona infiziert seid, also immer schön Hände waschen. Ja, wenn ich da was vor, also. So, da sind wir angekommen beim Praktibalk Raid. 5 Leute drin. Der 6. geht jetzt auch rein. Wir lassen mal die Zeit runterlaufen. Machen einfach mit dem Account jetzt ein Praktibalk, dass er auch den Pokédex-Eintrag hat. Normalerweise wollte ich ja nur 5er mit dem machen für die Erfahrungspunkte und alles, aber. Da ist der Gefa. Achso, ah, jetzt wow. Habe ich es gecheckt. Der Gefa ist auch am Start. Wir brauchen gar nicht die Zeit runterlaufen zu lassen. Es geht ja eh direkt schon los. Wow, voll geiles Wetter, knallt noch mehr. Ich habe natürlich jetzt keine Bierdose dabei, weil ich musste ja die Kamera halten und deswegen geht es nicht. Oh, so steckt man sich an heutzutage. Prost. Hey, wenn du kein Bier dabei hast, ist kein Mensch. Alter, der ist ja schon fast down. Mensch. Ich habe hier einen Angriff gemacht, der war down. Sag mal, das schmeckt ja nur nach Wasser, ist das normal? Sternburger. Hast du es verdünnt oder was? Es ist ja auch kein 5-0er. So, wir gucken mal kurz, ob es ein Shiny ist. Ist es natürlich nicht. Diski. Jemand ein Shiny? Moment. Was ist denn ein Shiny? Shiny. Ich bin mir gerade unsicher, weil ich hier noch kein Praktikball drin hatte, aber ich glaube, es ist keins. Nein, es glänzt ja nicht. Ja, es macht ja diesen... Was, Shiny, ist ein geiler Film. Laufen wir hier rüber. Hier sind nämlich die anderen Handys noch am Start. Wir müssen uns jetzt noch ummelden und müssen dann in die nächsten rein und in die nächsten und die Sonne brennt und mal gucken, ob dann noch was dabei ist. Pokédex-Eintrag, nehmen wir mal mit. Ich hatte heute einen Mauzi angegriffen. Ja, das ist richtig so. Kratzer, bam. Was hat der gesagt? Ja, ich tanke meine Energie mit dem Whisky. Ich glaube, der hat dich beleidigt. In der Hintertasche habe ich immer noch eine gute Bierflasche. Viel Spaß, das habt ihr noch 4 Tage jetzt vor euch. Yay! Yeah. Das wird lustig. Ich weiß nicht, was der da hinten macht, aber... Team ist wo? Wir machen auf jeden Fall den nächsten Praktiball-Grade immer noch an derselben Stelle, wechseln durch und er macht hier immer zu, guck mal, ich filme dich, wie du wir filmen uns einfach gegenseitig, alle komisch unterwegs hier. So ist ja doch nicht normal. Ich flieg gleich. Wieder mal kein Shiny, wir fragen auch hier nochmal, wer hat die schönste Frisur, Prime oder Ramses, ne? Heute mal nicht oben, sondern natürlich unten. Ich. Heute mal unten zusammen. Was? Ihr habt die Jahre schön, ich warte, das muss ich gleich. Jahre schön, denn ich duse morgens immer schön. Wo denn? Darf man das mal sehen? Shiny! 730, so geht das, so nimmt man das mit. So ratet man effektiv. So ratet man effektiv Praktibalk auf Shiny-Suche, ohne Geld auszugeben und ohne rein zu cashen. Bruder, ich muss mich aber noch 20 Mal ummelden, um wieder auf den nächsten zu gehen. Guck mal, da kommt der Fischi, der ist auch am Start, ne? Fischi, was geht ab? Wir müssen aber 10 Runden machen. Grüß dich. So, ich weiß immer noch nicht, was sie da hinten überhaupt machen oder keine Ahnung. Erst filmen sie was, dann gucken sie sich's noch mal an, jetzt trinken sie wieder. Pupsi hat übrigens gesagt, ich stink, ich soll mir was anderes anziehen, ich rieche nach Kneipe und nach Puff, nach irgendwas, nach Suff. Ja, es ist mehr so... Da fühlt er sich heimisch, ne? Nein, wir wollen ja eigentlich essen gehen irgendwo, vielleicht nach Krog ins Schnitzelhaus dann zusammen, aber es ist jetzt schon laut und chaotisch, keine Ahnung, was wo wir da überhaupt rein. Ich muss halt innerhalb der nächsten Stunde noch zu einem Kick oder Taco, um mir Unterhosen zu holen. Um 5 machen die zu. Das sind Zustände, der hat keine Unterhosen. Ich habe keine frischen Unterhosen mitgenommen, ich habe nur dreckig eingepackt. Stimmt ja? Jetzt so ab, ob wir zu Teddy geht, zum nee, wir müssen auf jeden Fall irgendwo oder hin. Zu Kick oder zu...
Netto. Ulf. Hupsi macht so lange noch einen Raid, dann müssen wir noch eine Runde mit dem Ismosheim-Account spielen. Der kriegt wieder mal nichts mit und dann sind wir eigentlich durch. Was mit Mason? Haben einen Shiny bekommen. Besser geht's doch nicht. Beste Folge. Ismo. Sehr chaotisch. Ismo, du fehlst. Du fehlst. Warte. Wir wollten eigentlich morgen dann den Seed Day spielen, aber der fällt ja aus. Oh, warum? Nur weil hier fünf Leute auf einem Haufen stehen oder was? Ist doch Quatsch. Der hat mich eben umarmt. Hör ich den an. Muss ich jetzt Angst haben oder was? Wir sind sechs Leute. Und der hat keine Unterwäsche. Muss ich jetzt Angst haben oder was? Wie die Partei das vorgeschlagen hat für den 31. Ich brauche Platz. Und? Ich find das Datum nicht. Du meldest gerade um. Okay, gut. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Komische, chaotische Folge. Auf jeden Fall Shiny bekommen. So muss es sein. Es ist viel zu laut und viel zu chaotisch. Die Corona-Zeit. Gestern wollten wir Klopapier kaufen, weil jeder braucht ja mindestens eine Rolle. Natürlich nichts gefunden, alles ausverkauft. Mal gucken, wie es weitergeht. Im Endeffekt haben wir am Ende des Wochenendes alle keine Unterhosen mehr. Aber egal, das war's von meiner Seite aus erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bis aus Wort oder Ramses. Tschüss.